Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 The Journey. Ja, endlich ist die Installation abgeschlossen, die die PlayStation doch etwas länger benötigt hat als erwartet. Und damit starten wir The Journey Hunter Returns. So, was erwartet uns? Bin gespannt. Oh, Vertrag, wähle den Verein, mit dem du unterschreiben möchtest. Ja, wir haben ja noch Vertrag, aber egal. Liga gewinnen. Wir waren bei Liverpool, wir waren hier. Es gibt sicherlich lukrativere Angebote, ich klicke mal schnell durch. Aber ich denke mir, wir gehen wieder zu Liverpool, da wir das aufgehört haben. Somit Liverpool. Wir sind natürlich, wir bleiben Zentralstürmer, wir bleiben Stürmer. Waren wir vorher, bleiben wir jetzt auch. So. Ich lege mich fest. Und wie geht's denn los eigentlich? Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Wie's? Letztes Mal bei The Journey. Los, Alex! Spute dich, Alex, na mach schon. Oh, was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Jedes Team in der Liga reißt sich um deine Unterschrift nach der Leistung, die du gezeigt hast. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Oh, einen Moment, Dad. Warte. Mach's gut. Und 2 für 1 funktioniert nicht. Sicherlich mach ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Harry, ein neues Team. Wie fühlt sich das an? It's a special day for me. Noch ein Stürmer. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Sieh an, Williams. Dich habe ich nicht gesehen seit meinem Abschied aus der Premier League. Hi, Dino. Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen. Manchmal muss man eben lernen, alles loszulassen. Na bitte, Superstar Gareth Walker. Ihr zwei habt euch also in der Championship angefreundet, hm? Mit 17 schon was erreicht, was die meisten Spieler niemals schaffen. Cup-Finale ist nächste Woche da. Ich bin bereit, komm schon. Pass auf, das nächste Mal sehen wir uns auf dem Platz. Dad, was machst du denn hier? Wollte nur mal nach dir sehen. Siehst gut aus, stark. Mom hat meine neue Nummer. Sports präsentiert. Rio de Janeiro, Brasilien. Pass auf! So wollte ich meinen letzten Urlaubstag nicht verbringen. Mann, wenn du nach Rio gehst, musst du dir auch mal die Realität ansehen. Das ist das wahre Leben. Auf solchen Straßen hat Pelé spielen gelernt. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Und bitteschön. Es ist überall dasselbe. Andere Straße, selbe Traum. Dich kann echt nichts umhauen, oder? Roberto Carlos, Legende. Vielleicht spiele ich mal eines Tages für Real. Oh, ja, klar, aber Freistöße wie er hast du nicht im Repertoire. Alex Hunter, Alex Hunter! Vem jogar com a gente! Premier League, Premier League! Was sagt er? Auf dieser Welt kennt dich echt jeder, aber mich, Danny Williams! Ich bin ein mega Championship Superstar! Renan, fala pra ele jogar com a gente! Okay. Hey, die wollen, dass ihr spielt. Nathan Mucin. Er ist in meinem Team. Hm? Ja, dann erteilt euch Lou Williams jetzt mal eine kleine Lektion. Vamos a fast. Okay. Mit viel habe ich gerechnet, nicht, dass wir hier in Brasilien jetzt einfach mal so einen Straßenkicker anreißen. So, Hunter! Williams!
Und Philippe spielt bei uns. Philippe. Und Tor Williams. Ein Punkt. Oh, so, ja, bei Hunt Returns the Journey. Geht's immer gleich voll ab. Mitten in Brasilien im Slum einfach mal einen Kickerl anreißen. Ist cool. Aber noch dritten, Trixland. Ja, natürlich. Und zack, zweiter Punkt. Hihi, na gut, das Spiel eigentlich. Hopsi, den kleinen Bogen haben wir da mal. Hops. Wow, was macht der kleine Philippe? Philippe, was tust du? Gut, wir treffen die nicht. So, Williams. Der Philippe zeigt euch jetzt mal, was er kann. So, ne. Ja, geht doch noch ein bisschen was. Ein bisschen was weiß ich noch. Und Hunter. Renan. Stoppt sich den Ball mal. Gabelt mal. Da kommt auf los. Die kleinen Kinder können das. Da. Der war knapp. So liegt Gabelt. Ich kann das nicht mehr. Konnte das mal aber irgendwie. So, auf. Zack, Hunter. Und 3-0. Super, dritter Punkt. Ich glaube, bis 5 geht's. Irgendwie so. Ah, kein Corner, okay. Anstoß. Williams. Warte. Da auf hier. Machen es kurz und schmerzlos. Ganz einfach. Kurz und schmerzlos. Wir kennen da nichts. Machen es Kinder sind so, Williams. Zack. Gut drüber. Toll, Williams. Echt toll. Rein an. Wird hängen. Wir machen es jetzt nicht einfach. Wir haben Punkt 0, wir vergeigen. Und Hunter aufs 5. Danke. Wie lange geht denn das? Bis 10? Oder machen wir mal ein bisschen schneller und drüber. Natürlich, wir machen schneller, aber nicht so schnell. Oh, Philippe. Williams. Zack. Wow. Geht das uns? Nee, das ist ein Gewühl. Ich spiele doch mit Art, okay? Hey, die spielen uns. Alter Schwede, wir können das. Ich kann das auch versuchen. Kleine Philippe zeigt uns mal. Philippe, was tust du? Warte, machen Sie mal einen Punkt. Wow. Hunter Returns zeigt, was er nicht kann. So. Renan. Renan hat's drauf. Hopsi. Mein Freund Philippe, der kleine Wunderknabe, haut den Ball mal einfach. Ach Gott. Puh, Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Was passiert jetzt? Hallo? Ball? Ist der Ball? Ah. Vielen Dank, Mann. Gutes Spiel. Danke, gutes Spiel. Schönes sehr Spiel. Gut gespielt. Vielen Dank, sehr gut. Sehr gut. Danke. Danke. Mach's gut, sehr danke. Gut gespielt. Ja, bis dann. Danke. Ciao. Überragend. Oh, dieser Renan hat echt was drauf. Ja, aber würde er das auch im kalten Regen schaffen? Komm, wir müssen zurück ins Hotel. Denk an den Flug morgen früh. Oh ja, bloß nicht am ersten Vorbereitungstag zu spät kommen, hm? Persönlichkeit. Alex' Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ausgeglichene und eine coole Antwort entscheiden. Alex' Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und seinem Team-Temperament auf dem Platz. Ja, so wie im alten Spiel schon, wir können hitzköpfig sein, wir können cool sein, wir können ausgeglichen sein. Im alten sind wir der Ausgeglichenheit verfallen und somit lassen wir es auch im neuen Spiel dabei. Du könntest Training gebrauchen. Die Saison wird überragend. Ich würde am liebsten sofort loslegen, natürlich. Wir wollen loslegen. Kannst gar nicht mehr abwarten, Mann. Du hast es echt nicht besser verdient. Don't show up to my show if you got no energy. Energy.
Energy. The Journey Hunter Returns. Tada! So, na dann. Oh, neues Apartment. Wir haben mit dem Geld sinnvolle Investitionen getätigt, wie man sieht. Und hiermit willkommen zu Let's Play The Journey Hunter Returns. In unserem neuen Apartment mit neuer Küche, neuem Wohnzimmer. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Aber jetzt mal Social Media. Rising Star Client Mr. Alexander hat die Premier League letztes Jahr mit seiner Qualität beeindruckt. Dieses Jahr wird er es erneut schaffen. Danny Williams. Mr. Alexander will die Superleistung aus der letzten Saison wiederholen. Hashtag Spitzenklasse. Owen Gibson. Mr. Alexander hat seine Qualität letzte Saison in der Premier League gezeigt. Viele fragen sich, war das Glück oder ist er so stark? Hashtag letzte Saison. Ja, die lassen wir mal. Wir haben 361.500 Follower. Jetzt geht's nach L.A. Sehenswürdigkeiten bestaunen und Fußball spielen. Na dann, hallo, was ist da passiert? Ja, das lassen wir mal. Bleiben wir da oben. Nach dem einen Tag. So, und somit weiter Liverpool. Schauen wir. Anpassung. Du kannst Alex Look auf und neben dem Rasen anpassen. Erziele Fortschritte und erreiche bestimmte Followerzahlen, um Einnahmen, um Objekte freizuschalten. Netzköpfige Persönlichkeit sorgt dafür, dass deine Followerzahl schneller steigen. Senkt aber dein Ansehen beim Trainer. Eine coole Persönlichkeit verschafft Alex mehr Spielzeit und gibt ihm so mehr Chancen, Einnahmen zu erzielen. Ja, verstanden. So, was haben wir denn hier? Was ist hier neue Aufgaben? Schau mal, was gibt's hier? Ziele. In jedem Kapitel gibt es optionale Ziele, die du abschließen kannst. Meistere die Ziele in allen Kapiteln, um Belohnungen freizuschalten. Kapitelziele gelten als Boni und sind nicht zwingend erforderlich, um Journey-Fortschritte zu erzielen. Mit dem Abschluss der einzelnen Kapitel erhältst du außerdem auch eine einzigartige FIFA Ultimate Team-Belohnung. Gib bei der Vorbereitungstour mindestens 10 Schüsse aufs Tor ab. Okay. Oh, hier Aufgabe 1. Erziele im 11 gegen 11 Trainingsspiel eine Spielwertung von 8 oder 0 oder höher. Gebe die Vorbereitungstour mindestens 10 Torschüsse ab. Gewinne das Saisonvorbereitungsturnier. Okay. Na, ganz schön. Cool. So, hier. Anpassung 9. Nautisch weiß. Trippelwappen selten. Dunkelrotes Tape. Klicken wir mal rein. Also, passe Alexander auf einen neben dem Rasen an. Outfit. T-Shirt. Ah, hier kann man das T-Shirt wählen, okay. Sind Vollblutsportler, also Spieler. Hier gibt es dann noch Langarm, Hoodies, Hosen. Hosen. Ripped Blau, ja, die ist cool. Und natürlich die Schuhe eines Alexander-Styles in Rot-Schwarz. So, Aussehen. Oh, unser Aussehen können wir jetzt auch verändern. Oh mein Gott, können wir jetzt aussehen? Wie sieht das aus? Okay, das ist der Original Alexander und hier High Top Fade. Nee, kann gar nichts. Wir sind der Original Alexander. Hals rechts ein Tattoo, Hals links ein Tattoo, im Nacken, am rechten Arm. Das sieht kacke aus. Machen wir vielleicht später. Und am linken Arm haben wir ein neues gleich. Ja, da gibt's ja dieses Triple-Wappen selten. Ja, nee. So weit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht so ein Star, um mit Tattoos zu arbeiten. Und im Trikot. Wie sehen wir hier aus? Eng. Teamform. Normal. Ja, lassen wir es mal normal. Die Taille aus der Hose, in der Hose. Der Hose ist kacke, wir lassen es aus der Hose. Ärmellänge passt. Die Schuhe. Adidas A17. Ja, oder ein Adidas Niemet 17. Ja, oder Adidas FX17 Speed. Ja, das sind unsere Schuhe, die wir tatsächlich haben. Oder gibt es ganz schön viele. Alter Schwede. Das kann man nicht alles erreichen. Ah, da gibt es noch welche. Haha. Messi 16. Die sind cool. Ich glaube, wir bleiben bei Messi 16. Die Sockenhöhe lassen wir und das Knöcheltape. Wir können Knöcheltape verwenden. In Rot, in Blau. Ja, wenn in Rot. So, zum Trikot. Okay, so viel zum Aussehen. Das ist ja mal toll. Das geht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und somit
starten wir die Geschichte. The Journey. Hunter Returns. Das Leben, Kapitel 1. Okay, hört mal zu. Ihr hattet jetzt alle euren Urlaub, aber ab heute wird trainiert. Unsere Tour in den USA steht bevor. Wir kämpfen gegen Top-Vereine und um den International Club Cup. Ich erwarte von euch nicht weniger als absolute Spitzenleistung. Der Boss hat mir gesagt, dass es keine Stammplatzgarantien geben wird. Dies ist eine neue Saison und wer aufgestellt werden will, muss hier auf dem Platz jedes Mal alles geben, was er hat, und zwar ab sofort. Wenn wir dieses Jahr nicht nur in den Europacup wollen, sondern eine echte Titelchance anstreben, dann ist die Grundlage dafür eine Top-Fitness, und zwar zu Saisonbeginn. Alles klar? Hunter, komm mal her. Wie ich hörte, hast du im Sommer in Rio in der Sonne gelegen. Beeinträchtigt das jetzt deine Form? Zu viele Besucher am Buffet? Ich muss dich nicht daran erinnern, wie man spielt, oder? Zentrale Entscheidung. Im Laufe seines Journey-Abenteuers wird Alexander mit wichtigen Entscheidungen konfrontiert. Manche Entscheidungen bestimmen über das Schicksal bestimmter Charaktere. Zentrale Entscheidungen lassen sich nicht rückgängig machen, also überlege dir genau, wie du vorgehen möchtest. Kann losgehen, stützt dich mit der ersten Mannschaft in ein 11 gegen 11. Ich muss mich erst wieder umstellen. Alex trainiert die Fußballgrundlagen vor der Trainingspartie mit der ersten Mannschaft. Kann losgehen. Es kann losgehen. Ich fühle mich gut. Kann losgehen. So will ich das hören, Hunter. Ja, schauen wir mal, ob ich Fehler gemacht habe. Es kann losgehen. Na toll. Es kann losgehen, Jungs. Die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. Okay, das machen wir. Wir stehen in der Startelf derzeitig. So. Ein Ladebildschirm. Alex beim Warm machen vor dem Training. Wir werden jetzt das 11 gegen 11 angehen, so viel ich weiß. Ja, schaut so aus. Das Trainingsgelände des FC Liverpool. Schöne weiße Linien mit einem top gepflegten Rasen. Mit einem FIFA-Referee für das Trainingsspiel. Mein Gott, ist das ein Overhead. Ja, wir spielen die gelben Dressen von links nach rechts. Ich bin Mr. Alexander. Mit dem gelben Kopf, also mit dem gelben Ding auf dem Kopf. So, Ball halten, sehr gut. Neue Steuerung ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber es geht langsam. Also ich komme rein. Wow, was machen wir da? So, Ball geht uns. Sofort die Balleroberung, sehr wichtig. Sofort auf Hunter. Ausspielen. Da haben wir mal abgedrängt. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn gleich auf den Flügel bringen, aber ja. Neue Saison, neues Glück. So auf die Art. Kommt mir das jetzt schon vor. Komm her da. Ich will den Ball. Danke. Gleich auf Hunter. Hunter gleich auf den Flügel raus. Ja, stark gespielt. Stark gespielt. Continue. Sieht in der Mitte der Mitspieler und Tor 1-0. So gehört es gespielt. Einfach, kalt und zielstrebig. Schön gespielt. Continue auf. Ja, war abseits. Aber. Kann man drüber hinweg? 1-0, Sunny. Ah, Sadio Mane, nicht Sunny. Hoppala. Die Sahne macht das 1-0. Sadio Sunny. Ups. Ja, schlechtes Timing gleich mal kassiert wieder am Anfang. Ich muss mich noch konzentrieren, dadurch, dass wir das ganze Team jetzt leiten. Ich kann nicht die Das war gar nichts. Das Pfeifen ist eine Schweinerei. Das zu pfeifen war eine echte Schweinerei. Und Abschluss. Sehr gut. Spielen wir mal von hinten hinaus. So wie es gehört für einen Premier League Verein. So, Lelena. Auf Hand auf Mané. Mané am Flügel. Entlang. Verliert den Ball. Schade. Schade von Mané. Weil wir mehr drin gewesen. Und den Ball holt sich Lelena gleich. Doch nicht. Die Ersatzmannschaft hier ist gar nicht so schlecht. Zack. Pressball gibt Abschluss. Sehr vernünftige Entscheidung, hier Abschluss zu geben. Mal schauen. Wir müssen innen vorkommen. So. Hunter, wo bist du? Ball mal auf den Flügel. Die Mitte prallen lassen auf Hunter.
Einmal umdrehen, durch zwei durch ist nie eine gute Entscheidung. Aber was soll man machen? War jetzt nicht die sinnvollste Lösung, die wir hier gefunden haben. Ja, so. Na komm her da. Wow. Die Spielzeit hat auch nicht umgestellt. Wir spielen ewig und 8 Jahre dieses Spiel. So wie es aussieht. Ja, da, da. So. Schlecht gespielt. Aber in diesen ewig und 8 Jahren haben wir natürlich auch die Chance, Hunter besser in Szene zu setzen. So. Jetzt. Hunter verliert den Ball. Und erobert ihn zurück. Sehr gut. Das Zurückerobern war wichtig in diesem Moment. Schupfen drüber für Hunter, aber ja, nee, ja. Schade, war schlecht gespielt von uns. Kopfball will gewinnen hinten und den Ball wieder locker flockig nachspielen. Und schnell in die Mitte. Hunter zieht nach innen, spielt den Ball quer, aber da kommt keiner hin. Schlecht gespielt von Hunter. Das in Brasilien hat ihm doch nicht so gut getan, wie man merkt. Und hier, schade. Elena, pam, gehalten. Abschuss Coutinho, Tor 2-0. So, die erste Mannschaft hat es noch drauf. Schön gespielt, schnell abgeschossen. Und Tor. Philipp Coutinho, 37. Minute, Tor. 2-0, Mané und Coutinho. Hunter leider noch nicht unter den Torschützen, aber unter den Vorbereitern dieser Partie. Da kommen wir zu spät. Macht aber gar nichts, denn die Wertung geht ja nur auf Alex Hunter und nicht aufs ganze Team. Von dem her stehen wir noch gut da. Oh, gut gehalten. Sehr gut gehalten. Aber, wow, ich bin nicht Hunter. Ich kann ja irgendwer sein diesmal. Schnell auf Hunter. Jetzt muss er schnell gehen. Mané geht außen. Stark gespielt. Mané bremst mal ab. Oh, er sieht Coutinho. Tor 3-0. Hunter sehr gut mitbewegt. Coutinho mit dem perfekten Abschluss. 3-0. Für das A-Team. 44. Schneller Konter. Schnelles Tor. So, wie man es sich wünscht. Und Hunter steht jetzt nur herum. Typischer Hunter. Was hat er noch ganz gemacht? Also, es muss von ihm noch was kommen. Wir müssen ihn noch besser in Szene setzen. Zack. Nur Bälle verteilen, das ist zu wenig. Von dem Premier League Club. Der war schlecht, aber die Halbzeit ist vorbei und wir führen 3-0. Somit eigentlich gut gestartet ins Training. Schön. Also mal wieder eine Spielerleistung nach der Halbzeit. Schön, wie du deine Mitspieler im freien Raum voller Übersicht anspielst. Dein Passspiel war wirklich überzeugend. Du suchst immer wieder nach Gelegenheiten, den Ball nach vorne zu bringen. Du zeigst bei diesen Direktpässen, dass du genau weißt, wo deine Mitspieler sind. Somit spielen wir weiter. Zweite Halbzeit. In unserem Trainingsspiel gegen unsere Kameraden aus der B11 oder woher sie auch immer stammen mögen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, soll so sein. Es ist das erste Training und im ersten Training gibt man ja bekanntlich nicht gleich alles preis, was man im Sommer nicht geleistet hat. So, Kopfballduell. Wow, was ist jetzt los? Gut gehalten. Jetzt schwimmen wir hier etwas. So war der Plan nicht nach der Halbzeit, dass wir so aus der Halbzeit rauskommen. Das war nicht so geplant. So, wow. Hey, hingehen. Ja, gut gemacht. Nein, wo bewege ich mich hin? Coutinho bewege ich falsch. Nein. So, Hunter kriegt den Ball. Okay. Dem wird der Ball sofort abgeluchst hier. Schade. So, da haben wir ihn gleich wieder. Sadio Mané. Will Hunter ins Spiel bringen, aber da steht noch mit Gegenspieler. So, hier sind wir. So. Nee, so wollte ich das nicht. So wollte ich das schon eher. Vorteil gibt er hier. Ah, das war doch gar nichts. Gar nichts. Schweinerei. Einfach das zu pfeifen hier.
Wow, 3-1. Schlecht gestanden. Ja, kann passieren. Philipp Bernard, den kennen wir doch. Spielt anscheinend nur noch in der B-Mannschaft. Ist zu alt für die A-Mannschaft, keine Ahnung. So, zweite Halbzeit sind wir mal im Ballbesitz. Wow, schön gespielt. Von Coutinho auf Milner. Der flankt auf Hunter. Hunter mit dem Kopfball und gut gehalten. Gut gehalten vom Torhüter, aber. So, so hinten wieder aktiv werden, wow. So, da müssen wir hin. Wow, was mache ich? Ja, gut gehalten. Zack, weg. Schön gespielt. Und Hunter geht auf die Reise doch nicht. Verliert hier den Ball unglücklich verliert er den Ball unglücklich. So, hier. Na komm her da. Nee. Was? Freistoß? Nee. Kann kein Freistoß sein hier. So, Hunter. Ja, der Ball ist weg. Sehr gut. Das probieren wir mal wieder Ruhe in unser Spiel zu bekommen und spielen von hinten locker hinaus. So, auf den Flügel. Auf Mané. Auf Hunter. Hunter wechselt sofort die Seite. Sehr gut gespielt. Wow, Milner sieht Hunter, aber der Ball geht nicht durch. Das war jetzt zu kompliziert für mich gespielt, gebe ich zu. Das hätte besser gehen müssen, dass wir hier zum Abschluss kommen. So, Kopfball-Duell. Ah, was war das? Was war hier los? So, der gehört jetzt uns. Nein. So, jetzt haben wir mal in Ruhe Ball halten. No. Ja, wird gut sein. Ist ja wohl was für uns gepfiffen. Jetzt probieren wir es mal nach vorne. Milner auf Coutinho. Coutinho hat den Ball und Einwurf für uns. Ja, da ist niemand. Wow, was macht denn er? Lass die Kugel einfach durch. Nein. Oh, wow. Schweinerei. Das Pfeifen ist schon hart. Das darf er hier nicht pfeifen, der Schiedsrichter. Das darf er nicht pfeifen. So ein internationales Top-Freundschaftsspiel mit einem Top-Torwart hinten. Sonst stände es 3-2. So. Wow, falsche Richtung. Ich glaube immer, wir spielen nur Hunter, aber das spielen wir ja nicht. Wir spielen ja alle. So, Hunter geht hin. Kommt nicht rechtzeitig hin. Die Quote für Hunter stimmt eigentlich mit 7-6. Das bin ich eigentlich zufrieden. Bis jetzt. So. Tor wäre noch toll von ihm. War ja. Alles kann man nicht haben im ersten Training. Wow, falsche Richtung geköpfelt. So, jetzt schickt man Hand auf die Reise. Zack. Schade. Das war nicht sehr erfolgsversprechend. Ball. I want the ball. Haut's doch die. Abpfiff. 3-1. Ja, eine Negativbewertung. Du musst am Timing deiner Zweikämpfe arbeiten. Ja, das wissen wir vom letzten Mal noch. Aber ja, schauen wir mal, was jetzt kommt. Hallo? Kommt was? Jetzt. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Danke, Trainer. Wir werden uns ausruhen, so gut es geht. Auf einmal fühlt sich Martin Nix sehr weit weg an, Mann. Dein positives Denken hat mir gefehlt, Lili. Man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist, Nespa? Also, wo gehen wir denn heute essen? Da kann ich leider nicht mitkommen. Ah ja, Philipp. Medientag für die neuen Premier League Stars. Sieh? Sieh? Oh, sieh mal, es ist Alexander. Bitte, Mr. Rantor, bitte. Krieg ich ein Autogramm? Hey, lass den Quatsch, ja? Lass dich nicht verrückt machen, Alex. Beim Team geht es nicht um dich, sondern um uns. Es geht um mich. Ja, der Ball ist wieder dabei. Wir haben unseren Ball, also noch immer. Sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber da oben die China-Statue. Chinesische Löwe. Wow.
Boah. Ja, mit dem tollen chinesischen Löwen da oben beschließen wir die Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 18 Hunter Returns. Ciao.